testen heute 6 verschiedene Schweißsprays. Und zwar haben wir jetzt schon Sissi-Schweiß abgetrennt in den Farben, wo auch um die Schweißsprays sind. Und dann fangen wir jetzt mal an. So, wir fangen jetzt erstmal an mit Schwarz. Und zwar haben wir von Leovet so einen 5-Sterne-Striegel. Und den sprühen wir jetzt erstmal rein. Ich bitte, dass nicht die anderen irgendwie erwischt. Ich habe jetzt gerade den 5-Sterne-Striegel reingesprüht, auch bis unten in die Spitzen. Und das fühlt sich auch eigentlich schon ganz gut an. Jetzt sprühen wir erst alle rein und dann kämme ich alle durch. Jetzt machen wir weiter mit der Farbe Blau. Und zwar ist das ein Minspray von Equiva, das ist die Eigenmarke Goldhorst. Ihr müsst die erstmal schütteln. So, jetzt hole ich mir die Farbe Blau und sprühe dann rein. Der sprüht schon mal richtig, richtig gut. Ich mache heute den Test, weil seitdem immer bei Sissi die Haare verknotet waren und keiner so wirklich gehilft hat. Und deswegen mache ich den Test und gucke jetzt, welcher am besten bei Sissis Haaren wirkt. Jetzt testen wir den Care Dalton Martin Spray. Jetzt machen wir weiter mit der Farbe Pink. Und zwar ist das einer von Löstau. Und zwar hat der so einen Geruch von Zimtapfel. Und das riecht nicht so gut, weil ich mag Zimt nicht so arg. Aber wir wollen ihn ja trotzdem mal testen. So, jetzt nehmen wir die Farbe Orange und zwar ist das einer von Magic Brush. Der riecht schon mal richtig, richtig gut. So, jetzt machen wir der letzte und zwar ist das die Farbe Grün und zwar ist das einer von Hopf auf, den nennt man Hopfi Spray und der ist richtig, richtig klein und den werden wir jetzt mal probieren. Jetzt. Mhm, und das ist sie. Jetzt mache ich den so gesagten Riechtest und zwar fangen wir an mit der Farbe Schwarz. Das war der 5-Sterne-Striegel von Leovet. Ja, also der riecht ganz gut, also den kann man ertragen. Dann machen wir weiter mit der Farbe Blau. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das war der von Equiva, der Goldhaus. Der riecht so nach Zitrone. Aber ich kann das auch riechen, also das auch. Dann die Farbe Lila mit Grün. Das war, ich glaube, der mit Zimt, denke ich. Ich weiß nicht. Care Dalton Martin. Achso, Care Dalton Martin war es. Der riecht richtig, richtig gut. Dann die Farbe Pink. Das war... Farbe Pink war Zimt, denke ich. Hm? Der riecht nicht so gut, weil ich hasse Zimt. Deswegen.
Dann machen wir weiter mit der Farbe Orange. Das war der von Magic Brush. Der riecht auch ganz gut. Und dann noch die Farbe Grün. Das war der Poppy Spray. Also der riecht auch ganz gut, den kann man ertragen. Und jetzt habe ich alle so gesagt den Riechtest gemacht und ja. Jetzt haben wir die 6 verschiedene Schweißsprays lang genug eingewirkt. Und jetzt fangen wir mal an mit der Farbe Schwarz. Und das war der 5-Sterne-Striegel von Leovet. Und den kennen wir jetzt erstmal. Also ich finde, dass jetzt der von Leovet, der lässt sich ein bisschen schlecht kämmen, auch schon hier unten. Da sind immer noch so ein paar kleine Hängedinger, also ein paar Knoten drin. Also ich finde den jetzt persönlich nicht so gut, weil da bleibe ich schon ganz oft hängen. Ich persönlich würde den 5-Sterne-Striegel nicht weiterempfehlen, also wenn er jetzt bei anderen Pferden, wo einen anderen besseren Schweif wie Sissi haben, dann kann ich mir vorstellen, dass der gut ist, aber bei Sissis Schweif ist der nicht zu empfehlen. Jetzt machen wir die zweite Strähne, das ist Farbe Blau. Und von Equisa die Eigenmarke Gold Horse. Und jetzt fangen wir mal unten an. Also für unten ist der schon ganz gut, weil ich komme da auch gerade schon besser durch. Also der lässt sich eigentlich relativ schon gut durchkämmen. Ich bin auch schon fast oben angekommen und es sind ein paar Knoten noch drin, aber ich mache jetzt mal bis weiter oben hin. Also dieser Schweißspray von Gold Horse, der ist eigentlich schon ein bisschen besser wie der von Leovet, aber jetzt teste ich erstmal noch den anderen und zwar ist das der von Cadet in Martin und ich fange auch unten an. Also der ist jetzt schon ganz gut. Also der Care Dayton Martin Spray, der hilft auch nicht so wirklich bei Sissi. Aber jetzt machen wir weiter mit der Farbe Pink. Und zwar war das der Apfelzimt. Also der lässt sich schon relativ gut kämmen, das wundert mich. Aber es sind zwischendurch noch ein paar Knoten, also nicht mal unten, sondern wenn ich immer weiter hochgehe. Aber, wie ihr seht, der geht ganz einfach. Also ich finde jetzt, das erstaunt mich voll, der ist jetzt am besten. Also mich wundert es jetzt echt, dass der Apfelzimt bei Sissis Schweifhaaren jetzt bis jetzt am besten von allen gewirkt haben. Das wundert mich echt und der geht auch richtig, richtig gut zum Kämmen durch. Aber jetzt machen wir, wie gesagt, weiter mit der Farbe Orange. Und zwar ist das der von Magic Brush. Boah. Hier unten merkt man jetzt schon, dass die Knoten so ein bisschen... Also meiner Meinung nach weiß ich jetzt schon, dass der nix ist für Sissi Schweif, weil man bleibt da wirklich hängen. Also der von Magic Brush, der ist wirklich nix und ich will jetzt auch gar nicht weiter bürsten, dass ich Sissis Haare rausreiße, aber für mich, also für Sissi Schweifhaare ist der gar nichts. Jetzt machen wir weiter mit der Farbe Grün und zwar ist das Hopfi Spray
Und ich fange auch wieder unten an. So, also der Hopfi Spray, der ist nicht so gut bei Sissis Schweifhaaren. Also das, da sind auch noch ein paar Knoten drin. Und ich, also am besten war jetzt, ich glaube, das ist Apfelzimt. Ja. Der hier? Ja, am besten war jetzt Apfelzimt. Das ist jetzt auch ganz gut, weil dann kann ich den auch jeden Tag benutzen und dann sind Sissis Haare auch nicht mehr so verknotet. Und ja, das wundert mich echt. Also auf dem ersten Platz ist jetzt der Zimtapfelspray von Nöstar. Dann der zweite Platz ist der von Equiva, der Goldhaus Manspray. Dann der dritte Platz, der von Care Day and Martin. Der vierte Platz, der Hopfi Spray. Der fünfte Platz, der 5-Sterne-Striegel. Und sechster Platz, der von Magic Brush, der Care and Shine. So, das war es jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, ein Abo oder einen lieben Kommentar da, weil ich würde mich sehr freuen. Bye!